Sie haben ja vorhin gesagt, entzündungshemmend. Jetzt kann ich mir ja vorstellen, dass es mehrere Krankheiten gibt, die mit Entzündung zu tun Ja. haben. Die kann man dann zum Beispiel Tuberkulose oder irgendwelche anderen im Körper. Das Ist es ist dann das, auch ja, anwendbar? aber das ist so, zum Beispiel gehen Sie meinetwegen bei der multiplen Sklerose. Die multiple Sklerose ist eine Erkrankung des Immunsystems, wo auf einmal T-Zellen, sage ich mal, das Gehirn anfressen und das ergibt Entzündungsprozesse. Und wenn diese Entzündungsprozesse da sind, fallen einfach wichtige Geschichten fallen aus. Der Körper versucht es zwar immer wieder zu korrigieren, aber irgendwann kann er nicht mehr korrigieren. Dann hat man nur noch so weiße Flecken, die man im MRT sieht, wo es dann nicht mehr weitergeht. Wenn man Resveratrol regelmäßig schlucken würde, könnte man diesen Entzündungsprozess oder auch, dass das Immunsystem falsch ordert, ein bisschen bremsen. Oder wenn man konsequent ist, kann man es auch irgendwo noch aufheben, über Jahre hinweg gesehen. Entzündungshemmend, wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel jetzt auch mit Knochen und Glieder zu tun, Auch. Das darf ich ist dann, Rheuma. na, darf ich Ja. das dann nehmen, Ja. wo man dann sagt, oh, aua, aua, also ist das im Endeffekt Rheuma, alle entzündlichen Krankheiten, die man im Körper sie hat, spürt, die auch vielleicht diagnostiziert werden von Ärzten, wo man dann teure Pillen kaufen muss, kann, wie auch immer, könnte man sich das Leben ein bisschen einfacher Ja, machen. ja. Sie sind ja auch nicht, sagen wir mal, in dem Sinne in dem Preissegment, wo wir vorher bei Q10 und Vitamin Nein. C und so drüber gesprochen haben. Es ist schon sehr, sehr hochwertig, aber es ist einfach Ich spannend. bin der Einzige, der in der Bundesrepublik Deutschland 400 Milligramm Kapseln von Resveratrol verkauft. Das wollte ich eben gerade fragen. Gibt es das schon und wie ist es abgefüllt? Ja. Gibt es denn auch, dass man einem dann sagt, okay, wenn man ins Internet guckt, das gibt es auch im Flüssig? Ja. Gibt es nicht. Also wenn, dann sollte man. Weil es ist ganz einfach so, wenn irgendjemand das Resveratrol bestellen will, möge er mich vorher anrufen, dann kann ich ihm sagen, wie seine Dosierung ist. Weil es ist immer unterschiedlich. Zu den einzelnen Indikationen ist die Dosierung unterschiedlich. Also, Deshalb einmal vorher anrufen. liebe Zuschauer, also Sie wissen jetzt, was ich zu tun habe. Wenn Sie sagen, okay, ich würde das gerne, dann besprechen Sie es vorher bitte mit Herrn Dr. Sass. Er kann Ihnen genau sagen, Sie können ihm auch dann, weiß ich, mittlerweile gibt es ja die digitale Medien, ob WhatsApp oder sonst was, einfach mal den Bericht oder den Befund Ihres Arztes überschicken. Er schaut sich den an und sagt, ich würde das so und so machen. Ob Sie es dann tun, liegt natürlich bei Ihnen. Aber ich. Das, was Sie mir jetzt gerade erzählt haben, ist schon boah, sensationell. Vor allen Dingen, welche Traubensorte? Italienische, spanische Ja, oder das ist egal. griechische? Ja. Und es ist die rote Traube, Es ne? ist die rote Traube, ja. Genau. Ja. Also, das heißt, ich werde jetzt nochmal in die Rheinland-Pfalz fahren und klaue denen dort die roten Trauben. Das ist, wenn man Rotwein trinkt und dann zum Schluss hat man so einen pelzigen Geschmack auf der Zunge. Ja. Das ist Resveratrol. Aha, also dann beim Rotwein trinken passen Sie, dann testen Sie es dann bitte auch mal durch. Ja. Und wenn Sie sagen, ganz pelzig, dann Ja, war da viel Resveratrol drin. ja. Ja, kommen wir nochmal auf das Thema Krebs zurück. Egal, ob ich jetzt, sagen wir mal, als Mann Prostata oder habe, also ich kann das auf jeden Fall einsetzen, wenn man sagt, ey, du musst jetzt zur Chemo und geh dahin, weil ich weiß, Chemo ist nicht jedermanns Also, Sache und. man kann eins sagen, das Resveratrol und Tumor sind hervorragend publiziert in wissenschaftlichen Arbeiten. Also ich richte mich da nur nach wissenschaftlichen Arbeiten, wie auch für die anderen Produkte habe ich überall die Wissenschaft dahinter geklemmt, damit selbst Leute sagen, und hast du denn Fakten? Man ist ja heutzutage auf Fakten aus. Sage ich, jawohl, kann ich. Ich hinterlege das alles mit Fakten.
Ich komme noch mal ganz zum Schluss auf das Thema Stammzellen zurück, weil das ja auch ein Thema in Deutschland ist mittlerweile. Hm. Ja. Ja, früher hat man immer gesagt, nee, Stammzellen, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Mittlerweile, ich habe auch mit meiner lieben Kollegin und Freundin, nicht Kollegin, aber mit meiner Freundin, die Orthopädin ist gesprochen, die gesagt, ah, mittlerweile hat man es doch auch so begriffen. Und wenn ich immer die Feuerwehrleute rumlaufen sehe und sagen, Stammzellenspender, dann frage ich mich, irgendwas kann da nicht stimmen, weil es passt nicht zusammen. Sie machen ja auch ganz lange Stammzellenforschung. Ja, seit knapp 30 Jahren. Genau, und es gibt ja mittlerweile fast 300.000 Studien, blind und nicht Studien oder wie auch immer. Ja. Also es ist ja erwiesen, dass man damit ganz gut leben kann und dass man das ganz gut dann auch in den Griff kriegen kann. Das haben Sie ja gerade eben auch bei der Patientin. Also wenn ich mir vorstelle, 5 Kilo im Bauch, das ist ja nicht so einfach. Nein. Werden Sie denn von vielen angerufen, die Ihren Rat möchten, wollen und auch denen Sie dann Ihren Rat geben können? Ach ja, also es war mal eine Zeit lang, sage ich mal, dass ich täglich mit Patienten, die in der Chemotherapie waren und etc. pp. Telefoniert habe. Wenn Sie Hilfe brauchen oder nur eine Beratung brauchen, das ist nicht gekoppelt mit einem Kauf von Resveratrol, helfe ich Ihnen gerne. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, liebe Zuschauer. Also Sie wissen, Dr. Sass kann Ihnen helfen. Rufen Sie ihn an. Wir könnten jetzt auch sagen, die Telefonnummer ist die 01 71 0171 52 52 00 00 817. Die sollten Sie sich merken, aufschreiben und dann einfach mal sagen, ich probiere es. Natürlich, er ist manchmal unterwegs mit seinen Hunden, vielleicht ist er auch mal im Urlaub, aber nicht verzagen, einfach dann vielleicht ihm eine SMS schicken und sagen, bitte um Rückruf, das macht er auch. Und ich weiß es von vielen Patienten, weil wir uns ganz lange auch schon kennen, dass er dann sie auch betreut und auch immer mal nachfragt, wie geht es Ihnen und was muss verändert werden oder was müsste verändert werden bei Ihnen. Oder wie fühlen Sie sich selber? Also Sie sind wirklich gut aufgehoben. Also ich kann mich nur bedanken, Herr Dr. Sass, dass Sie die Zeit hatten, mit uns so lange über die einzelnen Produkte zu sprechen. Und wir fangen nochmal an. Q10, Vitamin C, das Bifidus und das Resveratrol. Also wenn Sie demnächst rote Trauben kaufen, dann gucken Sie da mal, aus welchem Land Sie kommen. Und wenn nicht, fahren Sie Rheinland-Pfalz, Mosel, Saarbrücken und klauen dort die roten Trauben, heben Sie gut auf. Und dann sind Sie bestimmt auf der sicheren Seite. Ich wünsche Ihnen weiterhin, auch während dieser schweren Corona-Zeit, viel Gesundheit. Bleiben Sie gesund. Und wir veröffentlichen alles. Sie kriegen alles mit. Und wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie uns dann auch kontaktieren. Das blenden wir dann auch auf der Webseite ein, wo Sie Informationen bekommen. Wir leiten das auch gerne weiter an Dr. Sass, sodass Sie also nicht alleine stehen, sondern ja, jetzt habe ich das zwar gelesen und gehört, aber es antwortet keiner. Nein, das macht, glaube ich, nur das Internet und das sind wir nicht, sondern wir haben es live gemacht und so soll es auch bleiben. Und Herr Dr. Sass, ich wünsche Ihnen alles Gute. Resveratrol, denken Sie daran. Dr. Sass, vielen herzlichen Dank. Gleichfalls. Schön. Wir haben uns soweit unterhalten können. Wir brauchten auch den Abstand, weil wir beide einen negativen Corona-Test haben, der auch wiederholt wird. Also deswegen haben wir auch keinen Mundschutz, nur damit Sie sich nicht wundern. So, jetzt sitzen Sie so dicht beieinander. Nein. Früher haben wir uns umarmt und haben uns gedrückt. Das machen wir heute nicht mehr, aber so ist es okay. Und Sie bleiben gesund und vielen Dank fürs Zuschauen.